In Nordnorwegen, am Polarkreis, wird schon Kindern beigebracht, was für die Wirtschaft der Gegend das Wichtigste ist. Die Fischerei. Papa, wie hast du gesagt, dass Fisch riecht? Fisch stinkt nicht. Er riecht nach Geld. Besonders wertvoll sind die Zungen des Kabeljaus. Denkst du, du hast gute Chancen? Ja. Der 11-jährige Leon tritt zur Weltmeisterschaft im Kabeljau-Zungenschneiden an. Doch die Konkurrenz ist hart. Wie viele Zungen schafft Leon in 2 Minuten? In Westerorlen, nördlich der Lofoten, findet regelmäßig ein Fest zu Ehren des Winterkabeljaus statt. Auch Wanderdorsch oder Skrei genannt. Der Höhepunkt? Die sogenannte Weltmeisterschaft im Kabeljau-Zungenschneiden. Jetzt fahren wir los und kaufen eine Ölhose für den Zungenschneidekurs. Das machen wir jetzt. Ja, die Kinder sind etwas aufgeregt. Aber das geht schnell vorbei. So. Malin und Christian fahren mit ihrer Tochter Mi los, um ihren Bruder Leon von der Schule abzuholen. Beide Kinder sind für den diesjährigen Zungenschneidewettbewerb angemeldet. Um die 80 Tonnen Kabeljauzungen werden jährlich in Norwegen produziert. Seit Generationen schneiden traditionell vor allem Kinder und Jugendliche die Zungen aus den Fischköpfen. Sie können dabei umgerechnet bis zu 100 Euro die Stunde verdienen. Ich will das machen, weil ich Lust auf das Zungenschneiden habe. Und darauf eine Menge Geld zu verdienen. Ich will das machen, weil das Spaß macht. Können wir neue Stiefel kaufen? Ja. Und dann brauche ich neue Handschuhe. Ja. Mit 11 Jahren fängt Leon verhältnismäßig spät mit dem Zungenschneiden an. Es ist ganz normal, dass es hier Ölhosen und Schutzkleidung in Kindergrößen gibt. Das Zungenschneiden kann man ab 8 Jahren machen. Und das ist ganz normal. Wir sind eine Fischerei-Community, da geht so etwas. Früher war es selbstverständlich, dass Kinder das machen. Heute lockt man sie mit guter Bezahlung. Trotzdem ist es nicht leicht, sie für die Tradition zu begeistern. Es gibt nicht viele in der Schule, die Lust dazu haben. Jedenfalls nicht in deiner Schule. Vielleicht in anderen Schulen. Noch gibt es aber genug Nachwuchs, dass die Tradition nicht ausstirbt. Damit kannst du die Fische viel besser greifen. Die sind sehr gut beim Zungenschneiden. Was noch fehlt, ist ein eigenes Zungenmesser. Kabeljauzungen sind zäh. Das Messer muss sehr scharf sein. Nein, da mache ich mir keine Sorgen. Leons Eltern haben ebenfalls früher als Zungenschneider gejobbt. Sie sehen keine Gefahr darin, dass die Kinder mit scharfen Messern arbeiten. Am frühen Abend findet ein Einführungskurs im Hafen des Fischerdorfes Möhre statt. Zuerst wird das neue Ölzeug angezogen. Christian, der selbst auf einem Fischerboot arbeitet, weiß, dass viele hier so den Einstieg in die Fischerei gefunden haben. Ich hoffe, dass er Fischer wird. Es gibt viele Fischer in der Familie. Ja, ich bin schon auf Papas Boot gewesen. Es lag am Kai. Leon hofft, in der nächsten Skrei-Saison mit dem Zungenschneiden gutes Geld zu verdienen. Seine 8-jährige Schwester Mi ist sich noch nicht sicher. Obwohl die Arbeit für den Nachwuchs absichtlich überbezahlt wird. Wenn Erwachsene sie machen, verdienen sie deutlich weniger.
Das ist ein Zungenpiekser zum Aufspießen. Man steckt den Kopf drauf. Zuerst muss man ihn mit Schrauben festmachen. Und dann kommen die Köpfe drauf. Ich habe das noch nie benutzt. Das wird das erste Mal sein. Bezahlt werden die Kinder pro geschnittene Zunge. Und die Schnellsten messen sich beim jährlichen Zungenschneidewettbewerb. Die älteren Kinder zeigen dem Nachwuchs, wie das Zungenschneiden geht. Auch Leons Uropa Ole hat so angefangen. Ja, der war in mein Leben. Das Zungenschneiden war mein Leben im Winter. Geld. Es war aber nicht dasselbe Geld wie jetzt. Alles verändert sich. Alt verändert. Für Leon heißt das jetzt erst einmal üben in der Fischfabrik. Aus der dünn besiedelten Region wandern viele junge Norweger ab. Die Fischindustrie ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Nur China exportiert noch mehr Fisch. Wenn der Winterkabeljau zwischen Januar und April vor die Küste Norwegens zieht, kommen rund 6000 Saisonarbeiter ins Land, hauptsächlich aus Osteuropa. Die Arbeit in den Fischverarbeitungsbetrieben ist hart, wird aber auch mit etwa 20 Euro die Stunde entlohnt. Im Morgengrauen versammelt sich die Mannschaft der Morgensterne im Hafen von Möhre. Wegen eines Sturms konnte 5 Tage lang kaum ein Boot zum Skreifangen auslaufen. Ein großer wirtschaftlicher Verlust. Wie für viele andere war auch für Kapitän Preben Mäland das Zungenschneiden der Einstieg in die Fischerei. Ich fing auch mit 8 oder 9 Jahren an, am Kai zu stehen und von morgens bis abends Zungen zu schneiden. Das habe ich viele Jahre gemacht. Und als ich die Möglichkeit bekam, bin ich Vollzeit zur See gefahren. Morgen soll es wieder stürmen. Heute ist die einzige Möglichkeit, in dieser Woche Skrei zu fangen. Auf der Morgensterne arbeitet auch eine junge Frau, Lilian Ottesen. Auch sie fing einmal mit Zungenschneiden an. Mit Zungenschneiden fing ich erst mit 13 oder 14 Jahren an. Dann war ich einmal bei dem Skrei-Festival. Das hat mich sehr interessiert. Ich fand einen Job und jetzt bin ich Fischerin. Lilian hat sich für den Job entschieden. Obwohl jeder hier genug Geschichten darüber kennt, wie gefährlich die Arbeit sein kann. Ja, es kann vieles passieren. Ich bin gut versichert. Ich habe aber schon viele Unfälle gesehen. Mein Bruder wurde verletzt und musste umgeschult werden. Ich habe es erlebt. Auch wenn bei den Berufsanfängern die Zahl der Frauen stetig steigt, sind sie an Bord noch keine Selbstverständlichkeit. In meiner Familie gibt es sonst niemanden, der fischt. Die großen Trawler sind heute 3 bis 4 Stunden gegen Norden gefahren, wo derzeit die meisten Skrei zu finden sind. In Küstennähe ist die Beute dagegen nicht so üppig. Tja, es ist wie erwartet. Aber wir haben noch viele Netze. Mal schauen. Mit 5 weiteren Netzen kommt die Crew heute auf einen Fang von rund 1000 Kilogramm. Nach der 5-tägigen Sturmpause ist das noch kein Ausgleich des Verlusts. Aber immerhin.
Ich glaube, das Beste ist, dass man so viel in so kurzer Zeit erlebt. Ich mag es nicht, wenn es stürmt und die See rau ist, dann macht es nicht so viel Spaß. Ich könnte mir aber gar nichts anderes vorstellen. Das ist mein Leben. Monja Fischer und Ringo Haupt betreiben in dem abgelegenen Dorf Nüksund, nördlich von Möhre, ein Restaurant. Das deutsche Paar ist beim diesjährigen Skyfestival für das Catering verantwortlich. In Nüksund ist es heute ziemlich ruhig, wie immer. Die Anlage ist ein verlassenes Fischerdorf, was 1950 oder 60er Jahren verlassen wurde, weil die großen Boote konnten nicht mehr reinfahren. Somit wurde in Möhre ein Hafen gebaut, dass die Anlandung vom Fisch nach Möhre gezogen wurde. Das Paar entdeckte die heute touristisch wiederbelebte Geisterstadt Nüksund vor fast 30 Jahren. Sie verliebten sich in den Ort und kehrten immer wieder dorthin zurück. Seit 2003 betreiben sie ihr Lokal Nüksund Expeditionen. Das ist ein Restaurant, ein Fischrestaurant. Im größten Teil Fisch und es ist eine Übernachtung mit 9 Zimmern dabei. Und das läuft eigentlich ganz gut so. Ja. 370 Leute sind in 2 Tagen für das Krei-Essen in Möhre angemeldet. Wie viel brauchen wir jetzt noch für das? 5. Am Donnerstag? Also das Krei ist muskulöser und oft weißer. Also da kommt mehrere Kilometer, 1000 Kilometer geschwommen, bis er hier ist und ist dadurch sehr muskulös. Im dünn besiedelten Norden gibt es nur wenige Gastronomen, die das Catering eines 4-tägigen Festivals bewältigen können. Wir sind halt da bekannt, dass wir es durchführen, dass sie sich auf uns verlassen können. Die machen die Absprache und wir halten dann ein. Also wir Deutsch. Aber es passt halt bei uns. Also wir können es machen. Es hat Jahre gedauert, das Vertrauen der Norweger zu gewinnen. Mittlerweile ist das Paar in der Gegend angekommen. Also wir hatten so einen alten Mann, der ist jetzt leider ja, schon eine ganze Weile verstorben. Aber es war so süß, der kam dann und hat immer Fisch bei uns gegessen. Da hat der Sohn dann immer gesagt, das ist das einzige Restaurant, wo er Fisch isst. Und er hat mir dann immer so eine 20-Kronen-Münze auf die Kaffeetasse gelegt, so als Tipps. Also das war... Oh, schön. Also da sind wir, bei dem Mann sind wir zum Beispiel auch zur Beerdigung gegangen. Die Vorbereitungen für so ein großes Essen bedeuten, dass Ringo 3 Tage lang Überstunden machen muss. Danebenbei läuft der Betrieb seines eigenen Restaurants weiter. In der Saison auf der Karte natürlich Skrei und Skrei-Zunge. Die Norweger essen es klassisch mit Rohkost, Gurkenkarotten, Salat. Restaurants machen es mit Gurkensalat und Remoulade. Die Norweger essen es eher oft auch nur mit Römer, mit einer Art Fleisch. Dorschzunge ist zum einen eine Delikatesse, zum anderen einfache Hüßmannskost, da es so einfach zuzubereiten ist. Das ist sehr populär. Weil das Muskelfleisch der Zunge von einer Haut umgeben ist, wird sie beim Braten fester als Filet. Schmeckt nach Meer. Also ist nicht fischig. Nur nach, leicht nach Meer. Schmeckt nach Schnitzel. Nee, es ist eine gute Sache. Also die Dorschzungen sind sehr lecker. Nach dem Mittagessen brechen die Gastronomen zum Schauplatz des Festivals nach Möhre auf. Sophie Lind wurde von ihrem Vater perfider in seine Fischfabrik bestellt. Ja, high five, look at that. Sophie soll Zungen schneiden.
Es kommt vor, dass wir den Fisch küssen. Das ist so ein Ritual. Nachdem der Sturm nachgelassen hat, sind endlich wieder ein paar Fische da. Normalerweise arbeiten 5 oder 6 Kinder nach der Schule in der Fischfabrik. Doch kleinere Mengen schafft Sophie allein. Sie ist auch eine der Ausbilderinnen beim Zungenschneidekurs. Viele Kinder finden das sehr eklig. Aber wenn man sich daran gewöhnt, ist es nicht mehr so schlimm. Dem Vorwurf der Kinderarbeit halten die Insulaner entgegen, dass es keine Kinderarbeit, sondern Arbeit für Kinder sei. Und dass die Kinder der Region das schon seit Jahrhunderten machen. Ich schaffe bestimmt 10 Kilo pro Stunde, einen ganzen Eimer. Das Zungenschneiden ist sehr lukrativ. In einer Saison können wir bis zu 500.000 Kronen verdienen. Das sind umgerechnet 50.000 Euro. Wenn Sie schnell und effektiv arbeiten, können Sie in einer Saison eine Menge Geld verdienen. Man sieht die Dollarzeichen in Ihren Augen. Ich kann sparen für das, was ich mir wünsche. Viele sparen für ein Auto oder einen Trecker. Für die Familie Lind bringen nicht nur die Zungen Geld. Auch der Rest vom Kopf findet Verwendung. Sie werden einen Monat lang aufgehängt und getrocknet und dann werden sie im Frühherbst eingelagert. Danach gehen sie alle nach Nigeria. Wir hängen die Köpfe so zum Trocknen auf. Das gibt bestimmt gutes Essen. Nach ihrer Schicht möchte Sophie den Fischgeruch wieder loswerden. Ich muss erst mal unter die Dusche und auch die Haare waschen und trocknen, weil ich nicht mit nassen Haaren rausgehen möchte. Und die Klamotten muss ich auch noch komplett wechseln. Wenn der Skrei nach Norwegen zieht, kommt er in großen Massen. Der Überschuss wird auf Holzgestellen aufgehängt, getrocknet und zu Tørrfisk gemacht. Stockfisch. Sophie Lind ist zum Zungenschneidekurs des Skrei-Festivals gekommen, um das Handwerk an die nächste Generation weiterzugeben. Leons Vater Christian rüstet die angehenden Zungenschneider aus. Papa, ich brauche Größe 6. Hier ist eine Größe 6. Rund um die Fischkisten werden die Fischspieße angebracht. Dann beginnt der Unterricht. Den Fischkopf setzen wir hier so drauf. Da es einen Wettbewerb im Kabeljau-Zungenschneiden nirgendwo sonst auf der Welt gibt, haben die Norweger ihn werbewirksam zur Weltmeisterschaft erklärt. Leon nimmt teil, obwohl er noch nie zuvor eine Zunge aus einem Fischkopf geschnitten hat. Sophie erklärt ihm die Technik. Da ist diese Delle hier. Die setzt du auf den Spieß, dann ziehst du den Kopf nach hinten, schneidest runter, so. Und dann so durch. Es ist ein bisschen schwierig, es richtig zu platzieren. Papa, mache ich das richtig? Du siehst, wie die anderen das machen. Leons Uropa Ole gibt ihm Einzelunterricht. Du musst die Zunge vom Knochen trennen. Ach so, Ufa.
Es ist ein bisschen schwierig, aber das wäre schon viel Geld. 2 Stunden Unterricht im Zungenschneiden und Opas Tipps müssen Leon für die Teilnahme am Wettbewerb reichen. Die aus Deutschland stammenden Gastronomen Monja und Ringo sind auf dem Weg nach Möhre, um den Festsaal für das Krai-Festival vorzubereiten. Freiwillige aus der ganzen Gegend bauen die Turnhalle des Ortes zu einem Festsaal um. Ein Ball? Ich weiß nicht, wo jetzt hier ein Ball ist. Ja, ihr kannst jetzt nicht schießen. Guck mal, die räumen hier alle. In 48 Stunden wird der Saal voller Gäste sein. Ob denn alle kommen, das ist immer so, aber kann schon plus minus, also plus mehr nicht, aber minus könnte schon sein, dass irgendjemand krank wird. Aber 370 sind wir jetzt eingestellt, dass 370 Leute am Donnerstag hier in der Halle sind. Der Küchenbereich ist noch nicht aufgebaut. Du brauchst halt Fantasie, ne? Wir bauen die Küche auf, also auf hier. Also eine mobile Küche. Und dann kommt hier also eine große Anrichte. Und da bauen wir das warme Essen ab. Ringos Vorgänger, darunter internationale Sterneköche, haben nicht immer den Geschmack der Gäste getroffen. Vor allem, wenn es um Törfisch, also den Stockfisch, ging. Die Italiener, die haben Risotto gekocht mit dem Türfischsud. Das hat halt nach Türfisch geschmeckt. Dann gab es oben 3 kleine Stücken frittiert Türfisch oben drüber. Da haben die Leute hier gesagt, wir gehen doch nicht essen und bezahlen hier 80 Euro, um Krött zu essen. So eine Sache. Ne? Das Essen war vom Allerfeinsten für Leute, die sich auskennen. Ne? Die Leute hier fanden das halt nicht so. Gröt bedeutet Brei. Das Risotto der Italiener kam nicht so gut an. Das Festival ist in der Gegend der Höhepunkt der Wintersaison. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Leons Eltern und seine kleine Schwester Mie packen beim Aufbau mit an. Leon ist diesmal nicht dabei. Mein Bruder wollte nicht mithelfen. Leon spielt Fußball. Als er hörte, dass es darum geht, schwere Sachen zu heben, sagt er, Mama, ich muss Fußball spielen. Er will nur dabei sein, wenn die Sachen Spaß machen. Für sein Menü hat sich Ringo vorgenommen, möglichst alle Teile vom Skrei, also dem Dorsch, zu verarbeiten. Der Dorsch wird alles verwendet, von der Haut bis zur Milch, alles. Es geht um Fisch, es geht nicht um Karotten. Das, was Ringo Dorschmilch nennt, ist das Sperma vom Dorsch. Auch das wird verwendet. Ich weigere mich, es zu essen. Dieses Jahr sind sie ja der Meinung, die müssen diese Dorschmilch, also die Milch vom Fisch, dieses Weiße, ja, interessante Konsistenz verarbeiten als Eis. Also, ich werde es schon mal kosten. Ich werde es schon mal kosten, aber ich finde es schon. 2 Tage später sieht es in der umgestalteten Turnhalle festlich aus. 370 Gäste aus ganz Norwegen sind gekommen, um den Skrei zu feiern. Ja, es ist alles, was im Weißfisch in Norwegen was zu sagen hat, ist hier. Praktisch. Inklusive Fischereiminister. Monja ist für den Ablauf zuständig. Somit ist sie da. Ja. Ich habe meine Kellner instruiert. Also, das sind ja keine Kellner. Das sind Leute, die Fußball spielen oder die irgendwo im Rheumatismus arbeiten oder sowas. Die machen heute Abend. Wir haben geübt schon, wir haben Briefing gehabt. Die wissen, was sie machen müssen eigentlich. Die Gäste warten jetzt auf den ersten Gang. Die Vorspeise wird eine konfitierte Dorschbacke sein, dann eine Tempura-Dorschzunge und eine Dorschrogen-Krokette mit ein bisschen eingelebtem Gemüse, Dorschleber-Hollandaise und getrocknete Dorschhaut. Ab 7:30 wird im Akkord angerichtet. 370 Teller gilt es, gleichzeitig und warm aus der Hilfsküche zu servieren.
1943 soll Vorspeise raus. Also das ist der Plan jetzt erstmal. So, wir werden schauen. Letzte Handgriffe. Gleich ist das Unterhaltungsprogramm zu Ende und die Küche muss liefern. Es ist ein bisschen so. Es sind extrem viele Leute. Wir sind halt auch nicht ausgerüstet dafür in dem Sinne, aber wir kriegen es, wir werden es hinkriegen. Wir haben keine Übersicht, wer da ist. 370 Gäste bekommen ihr Essen. Reklamationen? Keine. Am nächsten Morgen steht die Weltmeisterschaft im Skreizungenschneiden an. Leon ist wegen des Festivals spät ins Bett gekommen. Ich habe etwas Schlaf bekommen. Vielleicht eine gute Stunde Schlaf. Das große Skreifestival-Essen war gestern. Das ging lange, aber ich bekam ein bisschen Schlaf. Noch bevor er seine Handschuhe angezogen hat, fasst er in etwas Fischiges. Der angehende Zungenschneider ekelt sich. Schüttel es einfach ab. Fisch stinkt nicht. Fisch riecht nach Geld. Das wissen auch die Damen vom örtlichen Trommlerverein. In den 70er Jahren habe ich auch Zungen geschnitten. Damals hatten wir so eine eigene Kiste mit einem Aufspießer drauf. Und wir sind damit auf allen Kais rumgezogen. Ohne Handschuhe. Das war sehr kalt. Mi hat es sich nach dem Zungenschneidekurs anders überlegt. Sie möchte doch nicht am Wettbewerb teilnehmen. Es war ganz okay, aber ich mochte das Gefühl und den Geruch des Fisches nicht so gern. Die Wettkämpfe stehen unmittelbar bevor. Ich weiß nicht, aber meine Chancen sind ziemlich gut. In diesem Jahr treten 12 Kinder an. Leon kämpft in der Kategorie der 9- bis 11-Jährigen. Sein erster Konkurrent hat bereits Erfahrungen im Schneiden. Leon ist trotzdem optimistisch. Bist du bereit? Ja. Bist du motiviert? Ja. Denkst du, du hast gute Chancen? Ja. Das ist gut. Und du? Hast du geübt? Ja, 2 Jahre lang. 4, 3, 2, los! Leon startet stark. Die großen Skreiköpfe richtig aufzuhängen, kostet ihn wertvolle Sekunden. Die Regeln sind einfach. In 2 Minuten müssen die Teilnehmer so viele Zungen wie möglich abschneiden und aufspießen. Vier, drei, zwei, stopp! Ein Schiedsrichter zählt am Schluss die Zungen und sortiert falsch geschnittene Zungen aus. Ich schaue nach, dass keine Knochen drin sind. Alles gut gelaufen? Ja. Ich finde, du hast dich gut geschlagen. Danke. Ich bin gespannt. Acht perfekte Zungen. Für einen Anfänger ist das eine beachtliche Leistung. Ja. 16 Zungen. Leon ist enttäuscht und muss seine Niederlage erst einmal verarbeiten.
Du, Junge, glaub mal, das Ding. Am Anfang lief es gut, aber ich hatte eiskalte Finger. Die ersten vier Zungen waren schwer. Die vier danach liefen ganz gut, aber die letzte Zunge war komplett durchgefroren. Es war wahnsinnig schwer, sie durchzuschneiden. Deshalb habe ich auch nicht so viele geschafft. Die Wettkämpfe gehen in die nächste Runde. Auch Leon darf noch einmal antreten und kämpft im Finale um den dritten Platz. Sechzehn Zungen. Ich bin auf dem dritten Platz und das ist ziemlich gut. Ich habe mich dabei geschnitten, aber ich habe 250 Kronen gewonnen. Ich bin mir sicher, dass er nächstes Jahr gewinnen wird. Ich bin sehr stolz, dass er so viele Zungen geschnitten hat. Mit 21 abgeschnittenen Zungen ist Thorleif einer der neuen Weltmeister. Er gewinnt 1000 Kronen und sein eigenes Fischgaffel. Leon ist erschöpft und durchgefroren. Mir ist sehr kalt. Du würdest lieber am Computer sitzen. Gaming ist schon besser. Da ist es warm. Im nächsten Winter möchte Leon trotzdem als Zungenschneider anfangen und richtig Geld verdienen.